So, was war jetzt hier los? Während ich nicht da war. Bauarbeiten werden Leute benötigt. Ja, aber hier. Meine Abbaugrube. Ich habe ja nur eine. Die ist leer, nehme ich an. Ja. Ausbau zur Schachtmine, aber das bringt mir doch nichts. Entwicklungszweig fehlt. Aber wenn das doch alle ist, dann braucht man das auch nicht mehr. Ach, über einem üppigen Vorkommen, also was hatte ich ja noch nicht. Dann kann das doch jetzt eigentlich... Na, da können alle raus. Ein bisschen Eisenerz hatte ich jetzt noch. Für die Eisenbahnen, die da sind. Das Brennholzding geht mal zu. Das Problem ist, wenn ich hier die rausnehme fürs Brennholz, dann wird das hier ja auch nicht weiter betrieben. Das heißt, hier muss ja immer jemanden sein. Hey, mir. Wie sieht das aus mit meinem Früchtegedöns? Ja. Das, der Rest geht eigentlich. Das ist jetzt nur meine Eisenmine. In der Zwischenzeit kurz. Naja. Dann kann ich mir meine Handelsgedöns-Sachen jetzt anschauen. Und hier mit den anderen Häusern. Wird gebaut. Das passt ja auch. Und ich brauche den Schreiner. Da rein. Ich bräuchte mal noch 4 Holzstämme, dann geht es los. Kann sich ja nur noch um eine Weile dauern hier. Weile handeln. Ich habe aber quasi kein Holz mehr. Ah doch, jetzt hat man... Nee, hier wachsen kleine Bäumchen dazwischen. Also ich habe hier schon kleine Bäumchen. Okay, doch, die Förster arbeiten schon. Hat schon Angst. Dass die hier nichts machen. Gar nichts machen. Ja. Ich habe 224 Tage. Bis dahin kriege ich das hier wohl irgendwie gedeichselt. Bräuchte ich erstmal Bretter. Baumstämme. Na, hier können wir wieder ein bisschen hochschalten. Bin ja jetzt da. Ich finde, es geht eigentlich mit der... Okay, weil wir gerade nicht im Krieg sind. Dass man keine Pause machen muss. Was so. Ja. Ich habe mein Dorf echt blöde gemacht. Ich hätte das hier irgendwie anders machen müssen. Auch mit den Marktplätzen. Blöde ist fertig. Super. Wenn ich jetzt noch Holzstämme hätte, wird es umso besser. 4, aber ich habe doch 4. Bauholz. Ja, nicht wirklich aktiv scheinbar, aber theoretisch. Apropos Schmiede. Ich will keine Schwerter, ich will Speere. Dafür brauche ich Eisenbahn und Bretter. Ich brauche das Handelsgedöns. Ich habe ja auch kein Eisen mehr. Hell, Stein, Lehm, Eisen. Hier würde ich Eisen herbekommen. Also überall gibt es Eisen irgendwo. Wenn ich mir jetzt hier so ein Ding snacke. Üppiges Eisen vorkommt, das ist doch gut. Hier ist ja gut, das ist ja auf einem Haufen, was ich bräuchte. Mit Einfluss beanspruchen, mit Gunst des Königs beanspruchen, das habe ich ja alles noch nicht. Ich bräuchte das. Wie soll ich mir das denn alles kaufen? So. Die große Frage, ich will jetzt endlich Handel haben. Ich hab
sogar jetzt inzwischen schon genug Helme. Das kann ja auch nicht sein. Was für eine Handelsrichtlinie wollt ihr jetzt von mir? Das ist einfach nur, wie viel sind nicht zugewiesen. Das sind, wie viel sind zugewiesen? Wohnraum, Gesamtbevölkerung, Zufriedenheit, Ordnung, Regierungsvermögen, nicht vorhanden, Viehbestand. Ja, hat mir das Pferd unnötigerweise jetzt geholt. Hat sich nochmal nichts geändert von meinem Problem. Erschöpfung der Vorräte. Mach ich das? Aber hier macht man das ja auch nicht. Woanders das nicht machen. Ich durchsuche jetzt nochmal die Hilfe. Mich stört das richtig mit dieser Handelsrichtlinie. Das stört mich wirklich sehr, sehr doll. Handelspunkte. Punkte am Rand des Spielbereichs, mit denen Handel getrieben werden kann. Sie repräsentieren den Handel von und ferne Länder. Importe über diese Punkte kosten zusätzlich 10 Regionsvermögen. Wanderhändler. Wanderhändler reisen zwischen Handelspunkten hin und her und besuchen den Handelsposten des Spielers. Wenn sie den Handelsposten erreicht haben, beginnt der Handel mit der Region. Ach nee, das wissen wir. Aber wo steht was von der Handelsrichtlinie? Echt, die Handels... Wieso? Diesen Punkt, ich weiß nicht, wo der ist. Besonders nirgendwo taucht der auf. Ich bin verwirrt. Also ich finde den ja auch nirgendwo. Ich gehe normalerweise nie in die Hilfe rein, ne? Aber das habe ich gecheckt, ne? Aber wie kann ich die Handelsrichtlinie aktiv schalten? Sie ist ja inaktiv. Ich bin aufgeschmissen mit der Handelsrichtlinie, ne? Da steht nichts dran. Ich durchsuche nochmal den Handelsposten. Ich mache jetzt auf Pause. Das ist jetzt Ausnahmesituation hier. Weil jetzt... Ich habe schon unnötigerweise ein Pferd gekauft. Es gibt Grenzen. Was ich ja gar nicht brauche. Ich könnte wieder ein Pferd kaufen. Die sind teurer als Ochsen, ne? Ach, bin ich blöd. Dann kraut es doch nicht aus. Gefunden. Wieso habe ich hier Import, Export unbegrenzt und habe hier nochmal Plus und Minus? Ich dachte, wenn du Minus drückst, dann ist es quasi importieren und wenn du Plus drückst, exportieren. Dass du Import und Export über Plus und Minus machst. Du musst es aber... Dann möchte ich jetzt gerne erstmal Sachen exportieren. Und zwar... Ehren? Gewünschter Überschuss. Gewünscht... Aktueller Überschuss, gewünschter Überschuss. Das heißt, wenn ich jetzt 96 Bären habe und ich sage... Gewünschter Überschuss ist, dass ich quasi den Rest verkaufe. Mal ausprobieren. Fleisch behalten. Okay. Mein Eisenerz ist ja noch alle. Und Steine bräuchte ich. Aber ich brauche auch Geld, deshalb lasse ich das erstmal so kurz. Die anderen sind endlich eingezogen. Brennholz könnte ich gleich noch verkaufen.
Das Ding kann ich abreißen. Das ist ja leer. So, ich weiß nicht, manche Musik ist lauter, manche nicht. Das ist dann immer, finde ich ja. Jetzt habe ich kurz gesagt, die Musik ist laut und hört auf. Ach, wieder das Falsche gesagt hier. Kann ich immer richtig gut. So. Was auch immer, wird gemacht. Ich brauche die Schreinerei. Und das Ding baue ich jetzt einmal aus. Damit ich die Schreinerei bekomme. Ich habe nur noch 207 Tage. Jagdgedöns müssten die Leute auch bald raus. Wie sieht das mit meinen... Die Bären sind bald leer. Ich würde jetzt ganz gerne, damit ich Geld bekomme... Schon gerne. Den anderen Shit verkaufen, den ich da habe. Dafür brauche ich nur gute. Okay. Die extra Sachen hier natürlich auch. Aber ich habe doch vorhin. Brennholz kann ich nicht verkaufen. Okay. Davon habe ich nämlich ein bisschen was viel. Ja. Das wird hier noch richtig toll. Wenn ich jetzt die Speere produziere. Warte mal. Abwarten und Tee trinken. Wie viel Milizgedönssachen habe ich? Ich muss hier auf die Übersicht mal gucken. 26, das dauert aber auch so lange, bis ich die Speere produziere. Und dann brauche ich noch die Schilder. Helme hätte ich inzwischen schon genug. Die anderen Sachen fehlen halt. Und ich hätte halt auch 36 Leute. Dann habe ich zwar keine Arbeiter mehr, wenn die alle... Okay, ich... Lass mich überraschen. Könnte Bretter noch? Was könnte ich denn hier noch so verkaufen? Lager ist voll. Okay. Ist um 40% noch 23 Tage. Ich bin gespannt, ob man es ab... Ob die es wirklich gleich abernten können. Was ist jetzt los? Der Arbeitsbereich ist... Ja, okay. Die Person kann raus. Lebensmittellager ist leer. Ach nee, hier ist einfach alles dran, okay. Und dem anderen ist halt nichts. Aber habe ich nicht mehrere? Ja, gut. Passt schon. Ich habe jetzt drei Personen übrig. Sieht hier wie gerodet aus. Aber komplett. Packe ich hier jemanden mit rein, dann geht gleich das Ernten schneller von dem Lachsgedöns. Ich bräuchte ja dann so eine Weberei-Ding. Leder und Fleisch würde ich doch eigentlich auch bekommen, wenn ich Viehzucht betreiben würde. Es gab hier doch irgendwie... Landwirtschaft? Weide. Bietet Weidefläche für Vieh. Schafzucht? Da kriege ich ja Wolle.
Kriege ich auch Essen, also Fleisch? Nee. Also ich brauche die Weide momentan nur für die Schäfe. Schäfe? Für die Schafe. Dass ich Wolle habe. Und die Wolle brauche ich fürs Garn. Aber packe ich jetzt keine Leute rein, wenn ich da nicht mal Fleisch rausbekomme. Dann eher so überlegen, wo ich anfange, diese Windmühle zu bauen. Ganz weit weg am besten direkt. Aber hier wäre es auch 97. Ja, aber auf 100 kriege ich die nicht. Will ich dann dahin bauen, wenn es soweit ist? Ich habe halt noch nicht das Weizenzeug. Es artet hier ein Stress aus, ne? Kann ich importieren? Eisen ging auch nicht, nur Eisenbarren, oder? Also Eisenerz. Handwerksmaterialien, Eisenbarren. Dann brauche ich ja selber nachher den Ofen nicht. Wenn ich direkt Eisenbarren importieren muss. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Halt bald noch, bis die Händler vorbeikommen. Schon. Riecht es? Nee, es gibt kein Zeit für diese Wanderhändler. Und Routen einrichten? Also es ist wieder freischalten, ne? Weil das gab es doch auch noch. Handelt, bereitet Verkaufsware vor, transportiert. Aber ich kann, nachdem dies ein fortschrittlicher Handel ist, wird zuerst eine Handelsroute benötigt. Aber ich konnte, also nach außerhalb nicht, das muss man wieder freischalten. Wartet. Ausländische Lieferanten. Ah, das ist ja was anderes. Handelsrouten kann man von Anfang an machen. Ich habe ja da was Falsches aktiviert gehabt. Jetzt muss schon wieder irgendwie so ein... Ich habe Geld bekommen. Jetzt muss schon wieder irgendwie so ein extra Dings sein. Hier, da hinten, das Handelsroute errichten. Das würde ich natürlich für das machen, was ich immer verkaufe vielleicht. Also was gut läuft. Wenn ich das jetzt für die Beeren mache, ist es halt schon ein bisschen
könnte hier die Bretter machen. Ausprobieren. Kostet 7 Münzen. Einfach nur, um es zu testen. Ja. Handelsroute freigeschalten, Bretter. Mal schauen. Jetzt hätte ich auch wieder Geld, um die anderen Sachen zu machen. Und wenn es jetzt gleich so schlimm wird und ich kriege hier irgendwie noch Geld rein, dann kann ich mir noch seltener organisieren. Problem ist, ich muss Eisenbahn dann gleich kaufen. Habe ich jetzt endlich genug Kohle dafür Brennstoff benötigt? Achso, ist noch ein Baum. Ich doch. Ist doch alles da. Ich fühle mich so, als wären hier alle unzufrieden, aber es ist auf 90%. Aber es fühlt sich eher so an, als würde hier gleich die Hütte brennen. Fühlt sich für mich so an. Ich muss warten. Ich hätte ganz gerne noch so einen Tierzüchter. Geht das? Wenn ich eine Kräuterhütte baue. Kann ich das ganze Jahr aktiv sein? Banditenlager entdeckt. Noch eins. Ja, das in der Ecke hatte ich jetzt auch noch nicht. Ist neu. Mhm. Läuft. Eine Armee des anderen Herrschers wurde gesichtet. Wie weit sind die weg? Käufliche Giganten. Aber ich weiß nicht. Sie sind ja hier. Die Frage ist, gehen die zu ihm? Oder laufen sie jetzt durch zu mir? Wie viel kostet es jetzt, welche anzuheuern? Aber ich habe keine Schatzkammer, das ist das andere Geld. Ich habe nur dieses Regionsgeld. Das läuft ja richtig gut. Hätte schon mal gesagt. Ich glaube, wir werden demnächst angezündet. Ich weiß ja, die laufen 100% zu mir. Ich weiß nicht, ob das welche extra sind oder ob das hier irgendwas mit den 187 zu tun haben. 187 Tage. Kann ja schon wieder alles Mögliche sein. Ach. Es läuft hier. Endlich, bitte. Ich brauche Schilder. Dankeschön. Sind die Häuser natürlich unterschiedlich hier? Sind verschiedene Stufen? Egal. Das passt schon so. Eventuell könnte ich auch. Was verkaufe ich denn gerade? Die Bretter und die
Beeren. Ich habe genug zu essen, also... Das habe ich komischerweise alles. Naja, muss ja abwarten. Wie weit sind die weg? Bewegen die sich noch, oder? Ich sehe schon, gleich kommt von da hinten irgendjemand. Zu mir angetümmelt. Vier Tage nur, dass sie das hier abernten können. Läuft. Läuft. Was muss ich denn noch bauen, während ich einfach so warte, weil ich habe sonst nichts zu tun? Und komischerweise habe ich Geld? Naja, dann kriegen die jetzt noch so einen Ziegenstall. Den brauche ich wegen den Ledergeschichten, ne? Dass sie das auf jeden Fall haben. Und dann bekommen die halt den Hühnerstall. Die anderen bekommen später den Gemüsegarten. Ich dachte, kann ich dann halt wenigstens verkaufen. Ich hätte einen Punkt. Großes Dorf. Ich fühle mich nicht so, und aber okay. Kann ich denen jetzt sagen, arbeite so schnell wie es geht und ich hätte gern große Schilde. Das brauche ich doch, oder? Für die Dings, Leute? Ja. Wartet mal. Speere. Die sind halt echt so lahm. Wieso sind die so lahm? Das war schon die ganze Zeit, 26. Macht hinne. Wie bekomme ich jetzt eigentlich das andere Geld kriege ich so nicht. Wegen dem Herrenhaus. So. Dafür braucht die Steine. Glaube ich. Doch, denke ich. Nee, irgendwas anderes. Doch, Steine. Okay, es wurde gerade so rötlich angezeigt. Bitte einkaufen. Ist das viel? Mhm. Ach, ich drück mal falsch. Ja, abwarten und Tee trinken. Bräuchte noch ein Lager. Wie ich das denn hin? Ich glaube, das würde ich wirklich mal anfangen, woanders hinzupacken. Ins Lager packe ich auch die... Lachs und Gerste rein. Und wo kommt der Weizen hin? Wenn Flachs und Gerste da drin landet? Wo landet... Weizen? Ah, das landet wieder im Kornspeicher, okay. Ja, dann kann ich das auch hier rüber bauen. Da macht das jetzt keinen Unterschied. Hab nämlich kurz überlegt, bei meinem Feldzeug das mal hinzupacken, aber na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Leute zum Bauen. Sieht es jetzt hier inzwischen aus?
Ich glaube, das läuft. Also mehr Leute bräuchte ich gerade eigentlich nicht. Wenn ich jetzt Flachsgedöns habe. Die machen jetzt schon das Feld fertig. Es wird hier schon wieder was beansprucht und ich kann die Sachen nicht beanspruchen. Ich habe noch mal keine Armee. Oh. Es läuft richtig gut. Abwarten. Kann halt echt nichts anderes machen, ne? Noch eine Armee eines anderen Herrscher wurde gesichtet. Ja, weil die das jetzt auch noch haben wollen. Naja. Ich habe keine Armee, ich kann nicht angreifen. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt keine Speere mehr machen. Die Schilder passiert jetzt, aber was ist mit denen los? Produziert es doch. Es ist anders anstrengend hier. Ich müsste eigentlich da unten irgendwo, ich kann leider selber nicht bestimmen, was man für einen Marktstand irgendwo hin macht, ne? Muss hier unten, ich baue hier jetzt einfach mal, um zu testen, einen Minimarktplatz hin. Für zwei Marktstände und ich hoffe, da kommt einmal Brennholz hin. Größer. Verfügbare Marktstände 2. Ich bin gespannt. Müsste sich ja dann... Weil die haben jedes Mal, ich glaube, deshalb geht es nicht weiter, ein Problem mit dem Brennstoffstand. Was ist das da irgendwie? Ich habe hier genug Brennstoff. Aber... Die machen nichts. So, jetzt habe ich zwei Lagerhäuser, dann würde ich da direkt mal sagen. Ich passe das mal an. Wenn ich jetzt hier einstelle, manche Sachen sollen hier nicht rein, werden die Sachen dann auch ausgelagert. So, weil hier soll einfach alles mit Stein und Bretter rein. Und meinetwegen die Eisenbahn und Eisenerz. Und der Restgedöns soll wo. Haben wir es auch? Soll bei den anderen rein. Kerzen, Kleidung, Schuhe, das auch einfach raus. Und die normalen Dingsbretter? Die Bauholz? Ist gar nicht aufgelistet, ne? Mach mal das Flachs noch mit rein. Und hier den ganzen restlichen Gedöns. Mal kurz alles ausschalten. Und zwar das alles, weil weiß ich gerade nicht. Das auch alles.
kleinen Christgedöns habe ich auch noch nicht. Dann kommt da auch einer rein. Und die anderen Sachen, ich hoffe, es wird aber nicht ausgelagert. Mal schauen, ob da noch was hinkommt oder nicht. Ist beim einen ist halt so viel zu mit dem Brennholz. Ich hätte gern noch ein paar Tiere, vielleicht. Ich muss erstmal noch einen Stall bauen. Ist jetzt echt hier ein bisschen? Ich mache richtig komische Sachen, glaube ich, gerade. Das musst du. Ich platziere die Sachen auch voll blöd. Naja, gut. Musst du. Weberei wäre auch da. Und hier sind sie doch jetzt eigentlich durch. Die werden ja im September hier kaum was aussehen. Aber sie haben es geflügt. Aber dann müssen die es ja im nächsten Jahr nochmal flügen. Naja. Reicht, wenn hier eine Person dann anwesend ist? Dann habe ich die anderen hierfür. Das heißt, ich baue jetzt doch nochmal ein Frosthaus. Das ist so traurig hier. Das kann man ja kaum mit anschauen. Dann kommen die nämlich damit rein. Und hier das Marktstand hat mir noch immer nicht geholfen. Warum werden keine Speere produziert? Bleibt einfach seit sehr, sehr, sehr vielen Tagen auf 26 einfach stehen. Es ist auf jeden Fall, läuft gut. Ich habe Brennholz. Sie kommen einfach nicht hinterher. Ach. Wer zu faul ist zu laufen, dem kann ich nicht helfen. Ich muss warten. Hier handle ich. Kann ich noch mehr handeln? Mehr. Neue Einheit erstellen. Also ich habe die Speerleute. Bogenschützen wären vielleicht eigentlich auch ganz gut, oder? Was brauchen die denn? Klar. Ist gar kein Problem für mich. Kriege ich locker hin. Ja, klar. Dabei hat mein Schreiner noch nicht mal die anderen Sachen da gemacht. Sie. Da arbeitet einer, hier arbeitet auch einer, aber... Kommen vielleicht auch noch Leute rein? So, legen die jetzt mal los. So, hier ist jetzt auch ein Brennholzstand, perfekt. Das heißt, die unten sollten keine Probleme mehr haben.
theoretisch. Das Haus brauche ich unbedingt. Ich glaube, ich brauche schon 3. Dann habe ich genügend Geld. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wie weit? Wo sind denn die Truppen? Ich habe das ganz gerne. Ach, jetzt sind sie weg. Im Blickfeld. Dann chillen. Immer so gut wie es geht. So, Weberei. Jemand reinpacken und. Müsste ich jetzt nicht. Dann habe ich das Leinengedönszeug. Lachs habe ich ja. So, wollen die das ja nochmal umflügen? Das hatten die doch schon. Die hatten das doch erst umgepflügt. Warum machen die es denn nochmal? Ich glaube, das sind Sachen, die ich nicht hinterfrage, oder? Sicher, sicher. Ich nehme es so hin. Ich baue auch noch keine Mühle. Ich habe genug Essen, so. Jetzt habe ich schon wieder irgendwo keine Leute. Abwarten und Tee trinken. Eventuell warten, bis ich Geld habe. Die Frage ist, ich soll ja noch für die Bogenschützen, wenn man die haben möchte, brauche ich noch. Was war das, ein Kettenhemd? Ein Bogenschütze? Also normale Hemden gibt's ja nicht. Eine Familie wünscht sich größere Marktfläche für ihren Stand. Weber, frei. Aber das soll ja nicht verkauft werden. Ich möchte den Leinen, brauche ich doch, um das zu produzieren. Oder müssen die auch zum Marktstand gehen? Aber dann gehen ja die anderen auch zum Marktstand und holen sich. Dadurch jetzt praktisch. So, da wäre jetzt Platz. Ich habe einfach jetzt einen leeren Lebensmittelstand abgerissen. Da unten hat sich ja noch einer gebildet. Da ist sich hinzugefügt. Mal gucken, wie blöd das jetzt war. Aber hier ist ja Bekleidungsstand. Da ist doch Leinen drinne. Nee, lass mich überraschen. Bräuchte Geld für Steine. Würde halt ganz gerne etwas immer verkaufen. Ach, hier kann man Brennholz. Bei Handwerksmaterialien. Ich würde mir wundern, warum man kein Brennholz verkaufen kann. Ich hätte gerne mal 120. Nee, ein Geld ist Geld, ne? Das ist jetzt echt wenig, was ich dafür bekomme, aber besser als nichts.
So, Leder kann ich leider nicht. Das hätte ich gerne exportiert. Das geht leider nicht. Ansonsten muss ich jetzt Eisenbahn. Wie teuer sind die? Jetzt sehen. Brauche ich halt. Ich würde dieses Ding, was die Helme produziert, gerne auf Pause stellen, aber sowas geht nicht, ne? Ich kann nichts pausieren. Mm-mm. Bei einem gewissen Punkt brauche ich auch keine Helme mehr. Ich habe ganz andere Probleme dann. Genauso wie diese Kettenhemden. Was bräuchte ich denn dafür? Rüstungsschmiede. Das sind die, die die Helme machen. Nach Freischaltung von fortschrittlicher Rüstungsproduktion und meisterlicher Rüstungsproduktion können außerdem Kettenrüstungen und Plattenrüstungen hergestellt werden. Jo. Natürlich. Also die Bogenschützen, die können sich schon mal abschminken. Und die Speere produzieren sie noch immer nicht weiter. Es sagt mir aber auch nicht, was fehlt, ne? Ich stell ja... Heilerzeug her. Jetzt muss ich auch Eisenbahn eigentlich mal demnächst wieder importieren. Das ist richtig teuer. Jetzt habe ich auf einmal auch keine Leute mehr. Ich hatte vorhin so viele Leute. Wo sind die jetzt alle hin? Läuft. Tischlerei. Die macht die Holzschilder, Gedönssachen. Aber Bogenschützen. Verbesserte Rüstungsproduktion. Ich habe einen Punkt, aber das ist ja, ich kann ja die ganzen anderen Sachen hier nicht machen. Dann würde es ja den nächsten Punkt geben. Dafür brauche ich ja richtig viele. Also ich habe halt, ich hätte gerne Bogenschützen, dafür bräuchte ich die Kettenrüstung. Aber sie kommen so mit den anderen Sachen schon nicht hinterher. Ich würde sagen, mit dem Essen und so, das klappt. Ich Blödsinn gemacht? Naja. Ich hätte ganz gern Bogenschützen. Verbesserte Rüstungsproduktion. Dann kann ich nämlich jetzt sagen, hör auf mit den Helmen und mach bitte Kettenrüstungen. Muss aber Eisenbahn importieren. Ich habe 99% Zufriedenheit. Gut zu glauben. Dafür müsste ich aber auch Sachen verkaufen. Come all,
Feast your eyes on our fine selection. Ich würde halt ganz gerne was ausbauen, dass ich irgendwie was wie diese Eier oder so verkaufen kann. Ist das nochmal ein Gemüsegarten? Gemüsegarten erstmal hin. Ist genug Fläche, das sollte eigentlich gut von dem Ertrag sein. Ich würde halt ganz gerne sehen, wie viel das ist, ne? Naja. Okay, das mit den Lanzen funktioniert noch immer nicht. Jetzt, dann weiß ich auch nicht. Hier ist ja jetzt alles. Eisenbahn hat er auch. Ich brauch Brett, aber dann hol dir doch ein Brett. Ja, ich hab Bretter. So weit, also das ist jetzt auch nicht so weit. Kann ich hier Prius einstellen? Dass die eher... Nee, kann ich auch nicht. Ja. Dann ist es wirklich abwarten. Komplett abwarten. Und die Weberei macht auch nichts, aber ich habe doch Flachs abgeerntet. Wo befindet sich mein Flachs jetzt? In keinem Lager. Aber mein Weizen ist auch nicht da und mein Weizen müsste da sein. Weil ich den Weizen gar nicht weiterverarbeite. Beim Flachs weiß ich nicht, wenn es jetzt so schnell weitergegangen wäre, okay. Ist es zwischendurch verloren gegangen? Hängt es, aber man würde das sehen, wenn es woanders ist. Es ist nicht hier drinne und es liegt nicht auf dem Feld rum. Was ist denn damit passiert? Naja, gut. Verschwunden? Ist es kaputt gegangen? Wahrscheinlich, ne? Man würde es aber niemals... Ich wollte ja gucken, wie das ist mit den Feldern. Ob das ausreicht oder nicht. Bisher sieht es eigentlich nicht so aus. Felder. Mache ich noch eins? Ah, okay, ich hätte es ganz gern. Gucken. Was rauskommt, sind auf jeden Fall welche drin.
Weil ich kann halt so nicht die anderen Rüstungsteile herstellen, wenn mein Flachs verschwunden ist. Dann hat ja die Weberei... Dann brauche ich da ja niemanden. Das macht ja nichts. Und die anderen sind auch irgendwie verschwunden. Ich Geld? Nee, habe ich nicht. Ich habe 111 Tage, bis ich angegriffen werde. Und gleich ist schon wieder Winter. Ja, ein bisschen hier jetzt. Richtig schnell Vorlauf. Kann ja nicht noch schlimmer hier was passieren. Ach doch, Korn ist hier drinne. Aber wieso Korn? Und haben die das direkt weiterverarbeitet? Aber wer verarbeitet es denn weiter? Müsste nicht Weizen drin sein? Mal gucken, wie das hier auch so läuft. Die Felder machen auf jeden Fall irgendetwas. Ich habe jetzt mehrere Lagerhäuser. Vielleicht ist es einfach nur verloren gegangen. Weil Unwetter und so, ne? Ja. Ganz entspannt hier. Mhm. Jetzt kann ich noch nicht weiter ausbauen. Aber ich glaube, Winter sollte überleben. Also sollte man überleben können. Bin noch immer verwirrt mit dem Korn, weil ich wüsste gern, ob jetzt was 12 Korn und wie viel Weizen oder woher, ne? Hätte da gern Kontext, damit ich das mit den Feldern besser dann handeln kann. Hier sind endlich wieder Bäume gewachsen, sehr gut. So, ein bisschen später. Dann mal. Hier dauert es. Ich hätte jetzt schon einmal Kettenrüstung. Also ich stelle das schon her. Und ich glaube, jetzt hat er das mit den Lanzen so langsam auch. 36 von 36. Ich bin ja begeistert. Und warum ist das jetzt noch rot? Bereit zum Sammeln. Könnte ich jetzt noch eine zweite Einheit hier? Ich hätte 40. Bogenschützen, das schaffe ich auch nicht mehr, da so viel. Hätte ich halt ganz gern eigentlich. Ach nee, das geht nicht. Da, mein Flachs ist ja verschwunden. Stangenmiliz? Würde auch nicht gehen. Dann bleibt ja nur dieses Fußvolk. Was brauche ich dafür? Seitenwaffen. Und kleine Schilde. Gar kein Problem. Stangenwaffen, Seitenwaffen. Und wo ist mein Schildgedöns? Wo war das doch? Meine Schilde. Wieso sind es jetzt nur noch 20 von 36?
Hä? Wo sind meine Sachen hin? Jetzt habe ich nur noch 20 Speere und 20 Schilder. Ach so, es hat sich runtergebrochen, weil ich nur noch 20 Rekruten habe, weil sie es gerade aufteilt. Ah, okay. Aber es ist dann etwas irritierend. Also, weil hier habe ich ja mal 37 und 55. Ich gucke einfach auf die Gesamtsumme. Ich glaube, das ist leichter. Ja. Ansonsten, ja, wieder abwarten und Tee trinken. Ich bräuchte halt schon ein paar Sachen zum Verkaufen. Ich würde hier auch mal eine Baureserve übrigens reinpacken. Dass die immer arbeiten können und ich hätte gern mehr Personal. Die Jägerhütte rausnehmen. Und hier, Försterei kann immer jemanden gebrauchen. Ich hätte eine Weberei. Kunst aber nicht, war Flachs verschwunden. Dann haben wir jetzt wieder Winter und mal gucken, ob ich es überlebe. Und nach dem Winter ist quasi Angriff. Ich hätte 36, theoretisch, wenn ich das andere rauslösche. Speerkämpfer. Na gut. Das war halt hier nicht so optimal gelaufen. Mal schauen. Solange mir jetzt gleich niemand so die Hütte hier anzündet, das ist auch echt noch okay. Mein Essen nimmt ab. Ach ne, hier ist noch. Okay. Wollte gerade sagen. Irgendwo fehlt was zu essen. Aber es ist ganz komisch verteilt. Ich würde sagen, 153 habe ich ja insgesamt und 159 Brennholz. Was habe ich denn gerade bezahlt? Ah, ich kaufe und verkaufe. Wie viel Stein habe ich denn jetzt? 10 Stein. Und was habe ich denn gekauft? Die Eisenbahn? So ein bisschen kontrollieren hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich kein Eisenerz kaufen kann. Weil wenn ich direkt Eisenbahn kaufe, ist das ja teuer. Ist einfach nur teuer. Und ich würde gerne Leder verkaufen, das kann ich aber nicht. Aber davon habe ich sehr viel. Einiges. Ja. So 45 Tage noch und dann ist Angriff. Ich glaube, dann würde ich lieber hier die Speerkämpfer 36 Stück nehmen, anstatt die anderen hier, die sich nicht ausrüsten können. Weil es mir halt auch an Leuten in dem Fall fehlt. Was soll ich mit den übrigen Hansels machen, wenn ich hier noch welche hinpacke? Ich wollte nicht so eskalieren mit 500 Wohngebäuden. Direkt am Anfang. So nicht. Das ist schon... Immer da bauen. Natürlich kein Geld mehr.
25 Tage, 24 Tage meine ich. Dann wäre es theoretisch, ich weiß nicht, was passiert, wahrscheinlich die erste Schlacht gegen irgendwelche Räuber. Und nochmal, nicht mehr ganz so schnell. Jo. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Dann lieber die 36 Stück hier. Und das andere soll dann halt mal gesammelt werden. So Schilder verkaufe ich aber auch am Mass. Also die stelle ich richtig schnell her. Kann man die vielleicht noch verkaufen im Vergleich zu meinem Waffenschmied? Militär. Gute. Brauche ich Geld. Natürlich praktisch. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie Schlangen die brauchen, um sich gleich zu sammeln. Theoretisch sollte ich ja nichts einkaufen. Ich muss mal kurz Geld sparen, um die eine Route freizuschalten. Also auch keine Eisenbahn kaufen. Nee, schon wieder. Mich wundert's halt. Ich hab gern Leder, aber es kostet mich 25 Münzen, so eine Handelsroute. Neue Familie eingezogen. Schön. Wohnraum erweitern. Hätte ich jetzt nämlich wieder welche? Ich habe da nämlich so ein kleines Baumproblem. Ja, ein bisschen größer vielleicht. Als anfangs gedacht. 7 Tage. Ich weiß halt nicht, von wo die kommen. Kann die auch nur bei mir platzieren. Aber wo immer die dann herkommen. 6 Tage. Jetzt kommt mal eine Meldung, dass mein Bauholz knapp wird. Wow. Das war schon mal komplett alle. Mit hätte ich nie gerechnet. Dass dann auf einmal doch was kommt. So, komm, den Kampf will ich noch machen. Das will ich mir gerne noch anschauen. Wie die, glaube ich, jetzt gleich abgemetzelt werden und ich 36 Leute zu wenig habe. Aus Versehen, natürlich. Muss ich Geld sparen für die Militärroute, aber auch nur damit ich... Ich weiß nicht, die Schildproduktion geht bei mir richtig was hoch. Aber bisher haben die Banditen auch nichts mehr geklaut. Ach, die Lager sind auch weg. Die Banditenlager sind weg. Hier war ja noch eins. Das hätte ich halt gerne, aber ich kann das nicht beanspruchen. Wegen dem Eisenvorkommen. Finde ich schon schön. Vier Tage. Bereitet euch auf den Angriff. Ich bin quasi ready. So gefühlt. Halb. Zur Hälfte. Direkt nach dem Winter? Passt. Gar kein Problem. Drei.
was simply a bad bet. These things do happen from time to time. Zwei, also ich sammle die jetzt einfach mal hier. Ressourcen zum Inventar hinzugefügt. Bitte was? Einheiten bewegen. Ja. Wie schön, dass da Bildchen sind. Also einfach markieren und hinlatschen, so wie sonst auch, ne? In Games und Formationen und so. Da, sie können quasi eine Art Formation machen. Ich bin mal gespannt. Ah, klar. So, bitte langsam jetzt. Kampfstärke eurer Einheiten ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wie sieht meine Moral aus? Ich bin hier auf 100%. Ermüdung gibt's nicht. So, war das jetzt ein Tag? Wie die alle aussehen. Die haben alle unterschiedlich bemalte Schilderchen. Oh, ich habe eine Flagge. Meine Flagge hat doch was. Effektivität 93%. Und arbeiten die anderen jetzt weiter? Okay. Eine Räuberbande treibt ihr Unwesen. Feindliche Einheiten gesichtet. Da hinten kommen die. Ach, die sind ja da. Das interessiert mich doch nicht. Die sind doch am Arsch der Welt. Dann sollen die erstmal zu mir ankommen. Aber kann ich die dann auch... Effekt, jetzt geht der voll runter, die Effektivität. Ich dachte, ich bereite mich hier schon mal vor. Das war total dämlich. Die sind doch... Das ist doch nicht mein Gebiet. Ist mir doch egal, ob hier Räuber in der Nähe sind. Ich dachte, ich werde angegriffen. Kann ich die auch wieder zurückschicken? Ich glaube nicht. Wieso sollte ich mich hier mit welchen anlegen, die mir sowas von Latte sind? Wenn die sich da gegenseitig abmetzeln, ist doch gut. Ich glaube, ich hab's mir gerade. Ich hab zurückziehen. Das sind aber Deformationssachen. Einheit auflösen. In ihr alltägliches Leben zurück. Meinetwegen können die nur noch kurz warten. Da liegen schon ein paar Tote. Die hauen ab. Waldbrand wird beansprucht. Ich könnte mir das jetzt auch nehmen, aber ich hätte gern Eisen. Warte mal. Waldbrand. Nee, das hier, das hätte ich gerne. Na dann. Ich habe 36 Leute. Ich guck mal. Hier, das Eisen. So, wenn ich jetzt sag, go for it, Feindschaft erklärt. Hätte ich auf jeden Fall nicht machen sollen, oder? Feindliche Einheiten, ich bin am Arsch. Aber wieso kriegt der alles und ich krieg nichts? Na, diese Geizkragen. Status am See, muss ich... Könnte ich die angreifen? Denn die sind ja quasi geschwächt. Status am Siegen. 90 Tage noch. Schlacht um Wald.
verbrannt, aber wo findet die Schlacht? Also ich bin da ja nicht so, ne? Ach, hier sind noch welche. Gefolge. Ey, das sind ein paar mehr als was ich habe. Ich hätte vielleicht keinen Krieg erklären sollen. Aber wieso nimmt der sich alles unter den Nagel? Das geht so nicht. Der hat voll viele Truppen. Das war vielleicht ein bisschen nicht so schlau. Und besonders meine... Oh, keine Ahnung. Wir gucken mal, ob ich jetzt sterbe. Ich dachte halt, wir müssen gegen die Räuber kämpfen. Das hat mich doch jetzt schon wieder irritiert gehabt. Dauert noch, bis die ankommen. Ich kümmere mich erstmal um meine Stadt. Läuft? Fantastomanisch? Wie immer richtig gut? Passt schon. Ich brauche Eisenbahnen. Das Problem ist, ich brauche ja auch Eisen und kann ich keine Waffen herstellen. Und die sind so teuer, weil ich kein Eisenerz kaufen kann. Zumindest sehe ich es. Ich könnte richtig, also ein bisschen Geld machen, wenn ich die Schilde verkaufen könnte. Und dann kann ich die Eisenbahren holen. Dem, wie man es jetzt sieht. Die Status am Verlieren. Ich verstehe nicht, was ich machen soll, ne? Jetzt bin ich am Verlieren. Warum? Weil er mehr hat? Auf das Schlachtfeld entsenden. Wenn die Zeit abgelaufen ist und die Truppen das herausfordernde Lehnsherr nicht auf dem Schlachtfeld erscheinen. Da es um Waldbrand geht, denke ich mal, das Schlachtfeld sollte Waldbrand sein. Ich habe aber nur sage und schreibe minimal das, was er hat. Ja gut, dann habe ich aber wenigstens den Krieg schon erklärt und sterbe dabei. Das finde ich nämlich gut. Und dann fangen wir nochmal mit den knappen Eisenbahnen von vorne an. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Wie, sag mal, der nimmt sich hier echt alles. Geht doch so nicht. Ich könnte ja auch nicht von alleine sagen, ich hätte gern was. Aber der steht da. Ist da das Schlachtfeld, wenn er sich da so aufstellt? Aber es geht doch um Waldbrand. Scheinbar ist es hier. Das Schlachtfeld ist halt wirklich dort. Aber warum? Warum mache ich ein Schlachtfeld in ein anderes Gebiet rein? Naja, er hat ja noch Bogenschützen. Aber dann kann ich gleich mal gucken. Mein Ruf müsste enorm sinken. Nehmen wir an. Und ich habe da natürlich weniger Leute. Aber ich möchte das ganz gerne hier auch noch ausprobieren. Das wollte ich noch machen. Ich dachte, ich werde ja mit den Räubern angegriffen.
Der hat einfach mal... Ja, klar. Kann ich nicht... Wie die Schlacht beginnt. Schlacht verloren. Frieden erklärt. Die Tage waren doch noch gar nicht abgelaufen. Ich durfte nicht mal jemand anschlitzen. Ich war ja noch nicht mal beim Schlachtfeld angekommen, aber die Tage waren ja auch noch nicht um und meine Leute dann halt nicht. Yes, Sire! Dann löse ich sie auf, sobald sie zu Hause angekommen sind. Ich hätte gern, ich wollte das Schlachtding noch ausprobieren. Die Räuber haben aber vorhin nicht mich angegriffen. Ich könnte nächstes Mal, wenn hier nochmal so ein Räuberlager auftritt, das Räuberlager angreifen. Aber ich habe Frieden. Also Frieden wurde erklärt automatisch. In Wirklichkeit hat er aufgegeben, weil er Angst vor mir hatte mit meinen 36 Leuten gegen... Was hatte der? 150? Er hat die Nacht lieber nicht. Das ist zu schwer, schaffe ich nicht. Aber ich verstehe es gerade noch nicht ganz so. Ja. Es muss aber so sein, das ist perfekt. Jetzt sieht es ja richtig komisch aus mit den Forstsachen, was ich hier gemacht habe. Warte mal, ich müsste hier vielleicht eine Forsthütte noch umsetzen. Echt ein bisschen kurios. Dann löse ich die einfach gleich auf. Habe ich jetzt Geld? Nee, ich habe aber noch nicht Geld für die Handelsroute. Ja, das mit dem Schlachtding machen wir dann nochmal. Irgendwann. Wenn ich vielleicht auch ein paar Bogenschützen habe und so ganz, ganz viele Leute. Ganz viele Leute. Vielleicht soll man es jetzt auch noch nicht machen. Aber dann dauert es wirklich ein bisschen, bis ich die anderen Sachen zusammen habe. Gegen was kann man verkaufen und so ein Gedöns. Naja. Gut. Abwarten. Einer meiner Leute hat gerufen, das ist Brezelwurf. Die hatten direkt Angst. Die haben direkt sich gedacht, lieber nicht. Falls da noch was kommt. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn man so unterlegen ist, dass man es dann auch quasi schon verliert. So habe ich die Männchen halt wenigstens nicht verloren. Dann machen wir es nochmal. Wenn es dann irgendwann soweit ist. Zehn Jahre später. Und dann baue ich halt mein Dörfchen hier weiter aus, was ein bisschen komisch ist. So wie es gerade ist. So, das wollte ich nicht. Ja. Erstmal reinkommen. Auch 15 Steine muss ich übrigens kaufen. Ich habe auch zu wenig Bretter. Abwarten. Ich würde gerne die eine Route noch kaufen. Das würde ich ganz gerne jetzt noch machen.
Weil sonst vergesse ich das, damit ich die Militärsachen, die Schilde und sowas verkaufen kann. Weil das ist im Vergleich zu meiner Waffenproduktion etwas brutal. Und so lang, ja. Warte ich ab, bis der restliche Schnee geschmolzen ist. Und wo sind eigentlich meine Leute? Okay, sie sind bald da. So, Einheit auflösen. Und jetzt rennen. Und schon rennen sie weg. Die Frage ist, sind jetzt meine Sachen? Nee, ich habe trotzdem noch meine Materialien. Okay. Also Materialien, meine Speere und so was alles. Okay. Die haben überlebt. Also ich kann die recht fix wieder hier zusammenbabbeln. Aber mir würde halt für Bogenschützenzeug halt natürlich sehr viel fehlen. Ach, hey. So, die Bärenbüsche nehmen wieder zu, die Tiersachen auch. Also eigentlich würde ich da ganz gern ein paar Leute reinpacken. Sobald hier mal der Ausbau stattfindet. Ich weiß nicht, wie doof ich gerade diese Stadt gebaut habe, ne? Also hier sollen die Einhäuser hin. Und draußen die mit diesen extra Feldern, weil die ja mehr Platz brauchen. Ich glaube, ich habe hier schon wieder irgendwie... Ja, hübsches Amt. Immer keine Münzen. Schlimm. Ein bisschen... Nee, das sollte schon ein kleines bisschen größer sein. Ich würde schon gerne wollen, dass ich das auch ausbauen kann, das Wohnhaus. Ja, so. Und was ranbauen. Weil ich muss ja hier scheinbar alles irgendwie noch unterkriegen. Das ist ein bisschen katastrophal hier. Nochmal 21 Münzen. Mach doch mal hinne. Glaub's ja. Also hier sind wieder Bäume gewachsen. Also das klappt dann schon. Aber ich habe vor, ne, mit dem ganzen anderen Sachen, was hier ist. So, meine Häuser, kommt. Zieht ein. Direkt Wohnraum erweitern. Bei mir ist es richtig toll, ihr wollt alle bei mir wohnen. Eine Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Ja. Ich weiß, der zieht doch gerade weg. Und wenn er sich ja jegliche Ländereien genommen hat. Ich kann halt hier nichts machen, aber ich kann zu dem anderen, ich kann die Banditen begrüßen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, noch mehr räudiges Ungeziefer, aber ich kann sagen, es ist ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Oder? Kann ich? Ach, ich muss es hier rein. Okay, nee. Absatz hier einfügen. Verschicken. Letter sent. Banditen lernt man doch immer freudig kennen. Ne? Einfach mal provozieren auf einer anderen Ebene. Ist ja, wenn andere... Beleidigen, schreibt man einfach was Freundliches zurück, um zu zeigen, wie man es richtig macht. Und dann sind die noch angepisster. Die haben mir die ganze Zeit Sachen geklaut. Jetzt sage ich auch, schön. Wollen wir es mal persönlich kennenlernen? Wenn du dich schon bei mir bedienst im Warenlager.
entgegenwirken. Vielleicht hört er dann auf, meine Sachen zu klauen. Come one, come all. Feast your eyes. Ja, das hier gerade alles wächst in langsam. Reicht das ja, wenn hier einer, glaube ich, gerade so zu tun hat, ne? Bin wieder bei 100%. Und ich glaube. Bis hier alles fackelt. Abfackelt. Geld. So, das ist das, was ich doch noch machen wollte. Ich habe gerade, ne? Und zwar die Handelsroute freischalten. Fürs Militär. Ich würde in dem Fall einfach mal kurz die kleinen Schilder. Ich krieg für große Schilder aber mehr Geld. So, Export. 19. Achso, weil 19 im Lager sind und ich hier 36 irgendwie... Ich gucke einfach mal, was passiert. Und dann kann ich den einen umschalten wieder auf große Schilder. Schilde. Und da müsste ich jetzt Kohle reinbekommen, hoffentlich. Was der Ochse, ich wollte gerade sagen, was läuft da lang? Ich muss aber jedes Ding einzeln machen. Gucken, was passiert. Okay, dann habe ich das. Was ist das hier eigentlich? Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Darauf habe ich die ganze Zeit nicht geachtet, ne? Oh, mein Essen lässt nach. Ziehen hier eigentlich jetzt mal die Leute ein? Bräuchte nämlich jemanden bei den Bären und eigentlich jemanden im Jagdstand wieder. Wenn mal wieder jemand einziehen möchte. Je nachdem. Nee. Okay. Krieg gab's nicht. Es ist ein bisschen größer. Irgendeine minimale Waffenproduktion habe ich. Wir leben. Wir wurden noch nicht ausgerottet. Also es wurde noch niemand getötet. Es gab noch kein Feuer. Und wir sind noch nicht verhungert. Und noch nicht erfroren. Ist doch eine gute Bilanz. 2 Jahre haben wir. Passt. Immer sachte. Immer schön langsam hier. Aber ich muss mal gucken, dass ich hier... Ich glaube, ich muss hardcore den Ausbau vorantreiben. Ich brauche einfach mehr Leute, damit ich Armeen aufstellen kann. Und da muss ich überall sagen, da das, da das, da das. Und für jedes Ding irgendwie eine einzelne Produktion machen. Ja, das würde ich aber beim nächsten Mal mitmachen.